an alle Hausbesitzer. Schaut mal in den Fußbodenverteiler rein, ob es da nicht genau so ausschaut. Klar, ein Deckel ist halt dann noch drauf. Dann schaut es so aus. Katastrophe. Zu 90% schaut es in den deutschen Haushalten, in den Fußbodenverteilern genau so aus. Und zu 90% hat dieser deutsche Elektriker, die deutschen Superstahlelektriker, zu 90% hat dieser deutsche Superstahlelektriker angeschlossen. Der weiß, die 5 Sicherheitsregeln weiß er Bescheid. Und ja, um Gottes Willen, jede berufsgenossenschaftliche Regelung, aber sehe ich nicht Kasperl, soll ich es anschließen? Das bringen sie nicht sauber hin. Das Thema Fußbodenheizung, Stellantriebe, Heizkreisverteiler während 2 Videos. In diesem heutigen Teil geht es, wie man das Ganze mit der sauberen Steuerung macht. In einem weiteren Video geht es natürlich, wie man das Ganze mit einer herkömmlichen Klemmdose macht und alles, was man dazu wissen muss zum Thema Raumthermostate. Aber heute geht es einmal um die Steuerung. Das ist jetzt gerade ein kleiner Verteiler mit 6 Stellantriebe. Das gleiche gilt aber dann für jede andere Größe auch. Das System, das ich da verwende, verlinke ich unten mal. In meinem Fall ist das von der Firma Selfio. Da blinkt ihr unten die Seite ein, da findet ihr alles, was ihr über das Thema wissen müsst. Steuerungen, elektrische Fußbodenheizung, Fußbodenheizung, das ist da, also wirklich, die haben alles, was ihr euch da vorstellen könnt. Ich habe da diese Produkte hier im Einzelnen, die verlinke ich einzeln und dass ihr es euch anschauen könnt. Anfangen möchte ich mit der Steuerung, um einmal zu demonstrieren. Das ist natürlich dieser Heizkreisverteiler, der ist natürlich in einem Kasten drin. Der ist in einem Kasten, meistens die Kasten gibt es Aufputzvarianten, Unterputzvarianten. Diese Gestelle alleine findet man ganz oft in Technikräumen, wenn es jetzt im Keller, Heizraum, an der Decke oder an der Wand, da wird da meistens gar kein Kasten rundum gemacht, da schaut es dann nur so aus. Natürlich bringe ich so Steuerungen nicht in jedem in den ganzen Kasten ein, ganz klar. Aber das muss man halt vorab klären, die Kasten gibt es in jeder Größe. Diese, da, ich habe jetzt da Hutschen hergeschraubt. Es gibt, blendet ihr mal, Verteilerkasten, da ist so eine Schiene, da oben über die komplette Fläche drüber. Da kann man das überall draufsetzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man könnte, da haben wir jetzt und dann unten und oben, Vorlauf, Rücklauf, mit die Rohre in die einzelnen Räume. Selbst da könnte man eine Unterkonstruktion hinmachen, wo man das da drauf montieren kann. Kann man, ich bin da kein Freund davon, weil man da einfach nicht mehr vernünftig her kann, aber es würde gehen. Also einfach zu behaupten, nein, das ist Fusch und so weiter, das stimmt nicht. Das haben wieder, der, wo das behauptet, das ist wieder unser deutscher Superelektriker, der, wo außer die 5 Sicherheitsregeln nichts kann. Besteht aus 3 Teilen, einmal der Deckel, einmal, das ist rausgefallen, einmal das Unterteil und einmal die Steuerung selber. Das hat hinten die Aufrostung auf Hutschiene. Wie soll ich da, gehe ich da so her damit, wenn man es nicht zurückdrucken kann. Als erstes müssen wir jetzt die Leitungen da mit einführen. Das sind einmal die Zuleitung vom Zellerschrank, von der Unterverteilung und einmal dann die Leitungen, die von dem Fußbodenverteiler zu den einzelnen Räumen, zu den Raumthermostaten gehen. Die führen wir jetzt zuerst einmal ein. Das ist jetzt genau angegeben, grau, da ist das Uhrensymbol, L ist jetzt in dem Fall schwarz, blau ist der Neutralleiter und da ist jetzt mit braun angegeben die Ader mit dem Pfeil oder das Symbol mit dem Pfeil nach unten, das ist dann der geschaltete vom Raumthermostat. Ich habe jetzt das in meinem Fall natürlich ein kleines bisschen anders. Wir haben den Neutralleiter, alles klar, den machen wir da rein. Dann habe ich auch die Phase. Und dann habe ich jetzt braun und grau. Da habe ich tatsächlich braun von diesem Raumthermostat oder von diesem Raum. Und dann habe ich an diesem Kabel
einen, das hängen zwei Raumthermostate dran und da habe ich dann den zweiten geschalteten, der da rauskommt. Jetzt können wir eigentlich den Deckel, die Steuerung selber, schon drauf montieren. Ein bisschen vorsichtig. Ihr habt gesehen, die grün-gelben Adern, die ganzen Schutzleiter, habe ich drin mit einer Vago-Klemme zusammengeklemmt. Einmal von der Zuleitung auf die, in dem Fall haben es nur vier, weil ich pro fünfadrige Leitung zwei Raumthermostate drauf habe. Das heißt, ich habe mit diesen drei Kabeln sechs Raumthermostate integriert und das ist die Zuleitung und die grün-gelbe Ader möchte ich natürlich auf alle anderen Leitungen gebrückt haben. Als erst lege ich gleich mal die Zuleitung auf. Als erstes muss ich natürlich sagen, dass all das ohne Strom, da ist weder auf der Zuleitung noch auf den Raumthermostatleitungen von den einzelnen Zimmern von den Raumthermostaten bis jetzt unter Spannung. Das ist alles nach wie vor nicht nur Sicherung heraus, sondern gar nicht. Da ist die Zuleitung gar nicht angeklemmt. Natürlich ist es so, dass man unter Spannung sowieso nicht arbeiten darf. An elektrischen Anlagen darf man auch sowieso überhaupt gar nicht arbeiten. An elektrischen Anlagen, aber ohne Strom, nur ohne Strom, dürfen nur die deutschen Spitzenelektriker arbeiten. Ich gehöre da natürlich nicht dazu. Ich bin keiner von den deutschen Spitzenelektriker. Ich tue schon hin und wieder mal unter Spannung und unter Strom arbeiten. Was dies betrifft, die starre Verdrahtung, Zuleitung und die Raumthermostatleitungen haben wir jetzt schon aufgelegt. Ich hoffe, dass der deutsche Spitzenelektriker da definitiv die Leitungen beschriftet hat, dass er weiß, was für ein Raumthermostat ist, was ist. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich auf Fremdbaustellen gekommen bin, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Aber die fünf Sicherheitsregeln sind ja auch wichtiger. Gell? Dann haben wir da einen Fußbodenverteiler, der ist hoffentlich auch beschriftet. In dem Fall jetzt mit Aufkleber, einmal WC, Küche, Wohnen haben zwei Kreise, das heißt, die zwei Kreise haben im Wohnzimmer, da haben wir ein Schlafzimmer und da haben wir ein Bad. In den meisten Fällen wird es aber nicht die Aufkleber finden, sondern da ist halt mit irgendeinem Edding aufgeschrieben, Wohnen, 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 Küche. Ganz oft schreiben sie da nur Nummern auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn man den Deckel rausnimmt vom Fußbodenverteiler, haben sie innen dann eine Legende. Eine Legende reingeklebt, wo dann drin steht 1, 2, 3 ist Wohnen, 4 ist das, 5 ist das, 5 ist das. Wichtig ist die Zuordnung, dass wir mir jetzt zuordnen können, dieser Stellantrieb ist der vom Bad. Wenn der auf und zu macht, also aufmacht, wird das Bad warm. Das ist wichtig. Die Leitungen, ich lasse die gern so wie die sind, aber wenn es katastrophal ausschauend, aber die haben schon verkrümmt. Und diese Leitungen müssen wir jetzt da drauf auflegen. Bei mir hat jetzt das da so beschriftet, das ist Zuleitung, da steht jetzt um WC kochen. Da weiß ich jetzt automatisch von dem ersten Kanal, ich kann an diesem Kanal, ich kann da einen Raumthermostat anschließen, das ist, da herum sieht man das jetzt nicht, die braune Ader, kommt praktisch vom Raumthermostat da rein, bringt die Spannung da rein und da raus. Und an diesem Kanal ein Raumthermostat, aber bis zu vier Stellmotore. Es gibt sehr große Räume, da sind mehr wie nur ein einziger Kreis drin. Die typischen Wohnen, Küche, Essen, wenn so Wohnen und Essbereich, wenn es die neue, so, ich sage jetzt mal neue moderne Häuser sind, ist WEK, Wohnen, Essen, Küche, das ist ein einziger offener Raum. Nichtsdestotrotz funktioniert das noch nicht mit einem einzigen Fußbodenheizungskreis.
Da sind dann 3, 4, 5 Kreise drin. Es reicht natürlich, da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf, es reicht natürlich für diesen Raum ein einziger Raumthermostat. Jetzt muss ich aber unter Umständen sagen und mit Einschränkungen, weil die Umgebungstemperatur ist wahrscheinlich ziemlich die gleiche. Das heißt, wenn ich einen Raumthermostat auf irgendwas einstelle, ab 18 Grad soll das sie einschalten oder ab, keine Ahnung, irgendeine Stufe einstelle, wann er sie einschalten soll. Und wenn er dann wieder ausschalten, wenn er drüber geht, schaltet er sie wieder aus. Der hält das auf der Temperatur ungefähr. Ich muss dazu sagen, ich kann natürlich nicht empfehlen, nur einen einzigen Raumthermostat zu verwenden. Ich weiß schon, jetzt kommen wieder die deutschen Spitzenelektriker, die sagen, ja, Spitzenelektriker. Da haben wir immer nur einen einzigen Raumthermostat drin gehabt. Ja, ist klar, die Umgebungsluft, das mag durchaus sein, dass das die gleiche Temperatur ist. Das heißt, wenn ich jetzt da hinten einen Raumthermostat hätte, der schaltet da ganz genau aus. Und nur, es denkt halt jetzt nur an das Einschaltverhalten. Mir geht es aber darum, um zum Beispiel das Ausschaltverhalten. Ich möchte vielleicht, dass in der Küche die Fußbodenheizung nicht so warm wird. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel in der Küche oder in der Nähe von der Küche, einen zweiten Raumthermostat habe, den ich von der Temperatur her tiefer stelle, wird natürlich der Kreis nicht so warm. Noch ein großes Thema ist zum Beispiel, wenn man halt die großen Räume hat, wohnen, essen, Küche und man hat irgendwo drin einen Schwedenofen, einen Kachelofen oder sonst irgendwas und hat da in der Nähe seinen Raumthermostat. Wenn der Holzofen befeuert wird, ist die Umgebungsluft 30 Grad warm, schaltet die Fußbodenheizung ab. Da gibt es natürlich auch Abhilfe, da gibt es dann sogenannte Raumthermostate mit Fernfühler. Da fühlt der Raumthermostat nicht die Umluft, sondern der hat einen speziellen Ausgang für einen Fernfühler. Das heißt, von der Schalterdose legt man ein Leerrohr. Das lässt man, wenn die Fußbodenheizung verlegt wird, kommt da so eine Messinghülse drüber. Selbst wenn die Messinghülse nicht drauf ist, geht das trotzdem wunderbar. Legt man ein Leerrohr, das tut man 20, 30, 40 cm auf die Fußbodenheizung, auf die Rohre von der Fußbodenheizung drauf. Tut vorne gut zustupseln. Isolierbandel, das Rohr umknicken, isolieren, dass einfach nur das nicht offen ist, dass beim E-Strich-Gießen nicht der E-Strich reinläuft. Und später, wenn man das macht, schiebt man da den Fernfüller, das ist ein kabelgebundener Füller, eigentlich ist es ein Tauchfüller, nichts anderes wie ein Tauchfüller eigentlich, den schiebt man in den Leerrohr ein und der Raumthermostat reagiert dann nicht auf die Umgebungsluft, sondern füllt die Wärme an der Fußbodenheizung. Und dann kann man natürlich trotzdem sagen, das ist am Anfang eine Einstellerei, dann kann man am Anfang trotzdem sagen, ja, Stufe 2 oder nein, das ist 2 Stufe, 1,5, 1. Und dann ist das unabhängig vom Kachelofen. Also das ist ganz wichtig. Für alle, die Schwierigkeiten haben, wenn der Kachelofen eingeschaltet wird, schaltet die Fußbodenheizung aus und dement das nicht mehr. Habe ich noch einen anderen Tipp, weil das könnt ihr vielleicht nicht mehr nachrüsten. Weil denn Stellantrieben ist ja so, ursprünglich waren da so Kappen drauf, da ist jetzt auch so, wenn ich da jetzt drauf drücke, kann ich den runter machen, es empfiehlt sich daher sowieso immer ein paar von den Kappen aufheben, selbst wenn jetzt da so einer defekt wird, dann tue ich das lösen. Und das funktioniert so, wann immer der Stift ganz nach außen ist, ist voller Durchfluss. Das heißt, er heizt vollkommen auf. Wenn ich jetzt die Abdeckung drauf mache und die zuschraube, drücke ich den Stift ein und verhindere den Durchfluss. Kann er sogar regeln. Natürlich kann dann der Raumthermostat nichts mehr einstellen, aber ich kann da manuell regeln, so viel Durchfluss ist, so viel darf es warm werden oder darf es nicht warm werden. Diesen Durchfluss, der ist natürlich immer da. Also es schaltet nicht irgendwie aus, aber grundsätzlich dann ja eigentlich die Fußbodenheizungen haben ja sowieso schon Steuerungen, Regelungen, die Nachtabsenkung und so weiter von. Also von dem her kein Thema. Wenn jetzt einer die Probleme hat, ich sage jetzt einmal in der Übergangszeit mit der Fußbodenheizung. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den Stellantrieb runter machen
und die Schraubkappe drauf. Genauso ist es, wenn einer von den Motorrädern kaputt ist oder von den Stellantrieben kaputt ist. Habt ihr ja gesehen, kann man oben machen, kann man so eine Kappe drauf tun und man kann trotzdem mit der Heizung irgendwie arbeiten, man kann drin wohnen, man kann drin leben ohne irgendein Problem, bis dann halt der Elektriker oder der Heizungsbauer kommt und tut das austauschen. Auch da mit Sinn und Verstand ein bisschen arbeiten, sich mit der Materie auseinandersetzen, auskennen. Nur zu wissen, ja, Strom geht da, kommt dann wieder zu. Und die 5 Sicherheitsregeln, die sind allein gelangt halt nicht. Mit den 5 Sicherheitsregeln alleine kann ich keine Fußballheizung nicht anschließen, leider. So leid mir das durch. Nichtsdestotrotz müssen wir aber jetzt trotzdem die einzelnen Motore, muss ich dann wieder montieren. Adapter rauf und einmal klicken und schon ist das fest montiert. Meistens, wenn man hinkommt, trifft man das so an. Ich mag das aber eigentlich nicht. Ja, man könnte das so machen, weil anzeigen tut ja das oben. Muss man überlegen, muss man schauen. Da hier vorne ist halt die Stelltaste oder der Druckknopf, wo man drauf drücken muss, damit man den wieder entriegeln kann. Gehen wird es natürlich so auch. Also, ich habe ja erklärt, die Leitung jetzt zum Beispiel, die fünfadrige Leitung, das sind 2 Raumthermostate. Da habe ich immer die braune Ader und die graue Ader als die geschaltete Ader nach dem Raumthermostat. Und da ist immer so, das, was ich als erstes aufs Kabel aufschreibe, ist die braune Ader und das zweite ist die graue Ader. Da das gleiche. Wohnen 1, Wohnen 2. Wohnen 1 wäre dann die braune Ader, Wohnen 2 grau. WC braun, kochen grau. Und genauso sieht man es da. Das heißt, wir müssen jetzt da hier unten drauf immer, die haben ja eh braun und blau, immer braun und blau da drauflegen. Durch die Ader enthülsen braucht man eigentlich, kann man es so reinstecken. Jetzt fangen wir da, ich fange gerne bei ganz hinten an. Das war jetzt dann das Bad. Das ist, seht ihr, das Bad. Einmal den braunen drauf. Einmal den blauen drauf. Jetzt muss ich das, sollte das jetzt nicht so ganz hundertprozentig einfach eingehen, weil dann muss man wieder Spitzzange nehmen. Muss man mit der Spitzzange eindrücken und wenn das eingeht, haben da schon Öffnungen, wo man die Federklemme aufhebeln kann. Das war jetzt da her und dann würde die Leitung da drin so verschwinden. Das darf dann unter dem Deckel einfach verschwinden. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die Kamera noch herstellen. Das ist jetzt ein. Und da habe ich jetzt provisorisch einen Raumthermostat. Das ist der von dem hier hinten. Wenn ich den jetzt einschalte, sieht man auch, oder? Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut sehen, den einen Raumtemperaturregler von dem letzten Raum vom Bad, der Stellantrieb. Man sieht auch optisch bei diesen Antrieben, ob sie aktiviert sind oder nicht. Nebenbei sieht man da, ob es ein oder aus sind. Ein hervorragendes System. Ihr zwei, genau der richtige Moment, um meinen Kanal zu abonnieren. Im nächsten Video zeige ich euch nämlich, wie man das Ganze ohne die Leisten mit einer Dose macht
Und es geht um die verschiedenen Raumthermostate. Viele von den deutschen Spitzenelektriker wissen zwar die 5 Sicherheitsregeln, aber Fußbodenheizung vernünftig anschließen und sauber anschließen können sie halt nicht. Drum unbedingt das nächste Mal wieder einschalten, wenn eigentlich das und das Zeug. Leute, Lustzeug nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Für euch, Servus.